Dank der unvergleichlichen Präzision des Gaia-Weltraumobservatoriums der Europäischen Weltraumorganisation ESA haben die Astronomen des wissenschaftlichen Gaia-Konsortiums ein außergewöhnliches Sternsystem im Sternbild Adler entdeckt. Während der Validierung der ersten 5,5 Jahre der Gaia-Beobachtungen wurde festgestellt, dass ein Riesenstern alle 11,6 Jahre einen unsichtbaren Begleiter umkreist. Die einzige plausible Erklärung für den Begleiter ist ein schwarzes Loch, das durch den Kollaps eines massereichen Sterns vor Milliarden von Jahren entstanden ist. Mit seiner außergewöhnlichen Masse, die 33 Mal so groß ist wie die der Sonne, ist es das massereichste schwarze Loch stellaren Ursprungs, das bisher in unserer Galaxie entdeckt wurde. Dieses System, Gaia BH3 genannt, ist schon das dritte Doppelsternsystem mit einem schwarzen Loch, das von Gaia entdeckt wurde. Aber seine extrem hohe Masse und die große Umlaufbahn machen dieses System einzigartig.